So, hallo zusammen, ich bin es mal wieder und willkommen bei dem ersten wirklich ernsten Video bezüglich Patch 7.3.5. Ich habe mich jetzt mal erst wieder mit meinem neuen Charakter, also sprich meinem aktuellen Charakter, den ich jetzt auf den PTR kopiert habe, habe mich jetzt erst wieder eingeloggt, erst wieder ein paar Sachen eingestellt etc., wie man das halt so kennt. Und dann bin ich nach Urgrimma gegangen und habe diese Quest angenommen. Witness to the Wound. Also sprich, Nathanors Blightcaller steht mitten in Urgrimma und hat jetzt einen Auftrag für uns. Und dieser Auftrag heißt, sich genau dieses Gebiet hier anzuschauen. Wir kennen es alle, es ist Silithus, wir kennen es seit Classic und wie ich ja schon in vorherigen Videos einiges dazu gesagt habe, Silithus war schon immer ein sehr, ja, mysteriöses und teilweise auch sehr, sehr kahles Land, aber irgendwie auch immer sehr spannend. Und jetzt durch die Handlung von Sagras in 7.3.2, das heißt, dass er seine Waffe jetzt in Silithus reingehauen hat und da ich jetzt dieses neue, diese mysteriöse Substanz, wie sie in dem gleich von mir beschriebenen Quest genannt wird, dieses Azurit, dass das jetzt in dem Sinne jetzt hervorkommt, das wiederum bedeutet jetzt, dass auf einmal sowohl die Horde als auch die Allianz irgendwie auf diese neue Substanz halt aufmerksam werden. Und wir bekommen jetzt persönlich, und das ist ganz interessant, in dieser Quest hier, Witness to the Wound, also wir sollen uns die Wunde in Silithus anschauen, bekommen wir jetzt den Auftrag, sogar Sylvanas besteht sogar drauf, also has insisted that you, also dass wir persönlich das Ganze uns in dem Sinne anschauen und dass die Mining Operations, also sprich diese Minenoperation, diese Ausgrabungsoperation, die haben schon stattgefunden. Und jetzt sollen wir uns das Ganze anschauen, sollen das auch überwachen, dass das auch wirklich ordentlich passiert. Ich bin jetzt das allererste Mal hier, ich weiß nicht, was jetzt auf uns zukommt, aber ich finde das sehr, sehr cool von der Story. Ich habe ja schon von vornherein gesagt, dass ich glaube, dass das in so eine Richtung gehen wird. Und jetzt bin ich das erste Mal in dem neuen Silithus. Wir wissen nicht genau, wie lange es so sein wird, aber das hier ist eben das Schwert von Sagras, das hier einfach nur phänomenal groß ist. So, und jetzt schauen wir uns das mal genauer an. Also ich fliege jetzt da vorne hin, man sieht, Silithus hat mit dem vorherigen Silithus mal so gar nichts mehr zu tun, das ist irgendwie komplett neu. Und sieht sehr merkwürdig aus. Und hier sieht man schon, das hier, diese Mineralien, wenn man so möchte, diese Erze, das ist Azurit, Azurite. Und das ist eigentlich von der Story her die Basis des neuen Addons. Denn sowohl die Allianz als auch die Horde versuchen jetzt in dem Sinne dieses neue Machtinstrument für sich irgendwie für ihre eigenen Zwecke jetzt zu nutzen. Und wir als Hortler im Auftrag von Sylvanas müssen jetzt schauen, dass es hier auch, dass das Ganze auch ordentlich abgewickelt wird und dass hier nicht irgendwie gerade die Goblins oder so hier komische Dinge verrichten. Das scheint hier ein komplett neues Lager zu sein, Southwind Village. Ich weiß nicht genau, ob es das vorher schon gegeben hat, aber es sieht auf jeden Fall nicht so aus. Also es scheint so, als wäre es komplett neu. Und ja, jetzt sprechen wir mit der Person. Erstmal absteigen hier. Uns das hier erstmal alles in Ruhe anschauen. Sieht schon irgendwie sehr cool aus, wie ich finde. Und vor allem direkt halt neben dem Schwert. Es kann sein, dass das Lager vorher schon gegeben hat, da bin ich mir nicht sicher, weil zu der Zeit habe ich noch keine Horde gespielt. Und Silithus selbst war mir ja so gut wie eigentlich gar nicht. Gut, hier haben wir jetzt also einen Flugpunkt. Ja, ich brauche allerdings noch andere Flugpunkte, um die hier verbinden zu können. Okay. Hier ist Grawl Warblade, Horde Commander. Also schon...
größeres, also ein höheres Tier. So, Witness to the Wound. Greetings, Calisera. I was told you, also you'd be coming, the mining operation is currently underway. Also sprich, das Ganze hat schon stattgefunden, so, oder ist schon gestartet. Lazy Prospectors. I've been around long enough to know you can never trust a goblin. Okay, das zeigt schon mal, wie sehr die Horde sich gegenseitig vertraut, untereinander. Gallowix and his cartel may be serving to the war chief, but we need to keep a close eye on them, if we're going to get anything done. So hat die Motto, ja, die Goblins sind zwar ganz nett und die machen eigentlich einen ganz guten Job, aber wir müssen halt auf jeden Fall schauen, dass sie den Job eben auch gut machen. I've already noticed many of the workers loafing about and sleeping on the job. The Horde does not tolerate laziness. Also sprich, so nach dem Motto, die Horde will nicht, dass jetzt hier die Arbeiter einfach nur schlafen, das Ganze nicht ernst nehmen. Get out there and put those lazy prospectors in their place. So nach dem Motto, so, wir müssen denen jetzt mal ganz klar mitteilen. Und zwar auf eine sehr ausdrückliche Art und Weise, dass sie ihren Job hier zu verrichten haben. Dann würde ich sagen, machen wir das mal. Jetzt sollen wir nämlich erstmal woanders hinfliegen. Was ich mal cool finde, so sehen wir noch mehr von dem Gebiet. Was ich ein bisschen seltsam finde, ehrlich gesagt, ist die Tatsache, dass bis jetzt hier noch irgendwie überhaupt keine Tiere oder Ähnliches zu sehen sind. Okay, da ist ein Vogel. Und das sind hier scheinbar schon... Genau. Genau, das sind die Hortler, die also das Ganze jetzt hier durchführen. Aber, wie man ja sieht, die Allianz ist nicht weit. Die in dem Sinne Geheimagenten der Allianz sind auch da. Und, ja. Die müssen wir mal wieder bekämpfen. So. Auto-Loot soll ich gleich nochmal einstellen. Das ist mal wieder aus. Warum auch immer. Gut. Also, jetzt gehen wir zu denen hin. Werden bestimmt gleich wieder angegriffen von irgendeinem Allianzler. So, hier, mach deinen Job. Wie der Commander gesagt hat, sei zum Arbeiten da, nicht zum Schlafen. Okay, so jetzt schon 2, 3. Ja, geht relativ easy. Ich wundere mich nur, ob da jetzt gleich nochmal Allianzler kommen oder nicht, weil... Yo. Kann auch sein, dass die erst später dann wieder... Hey, how you doing? ...uns angreifen werden, je nachdem... Yeah, yeah. ...wo die genau sind. Aber das ist sehr cool hier, dieser Blick. Das ist dieses Azurit. Und man sieht ja förmlich, wie das halt wirklich aus der Erde hier kommt, aus dem Planeten selbst. Also das haben sie schon sehr gut umgesetzt, wie ich finde. Also nicht nur von der Story her, sondern das sieht schon echt beeindruckend aus. Okay, jetzt bin ich in Combat, warum auch immer. Hier ist nichts, was mich angreift, aber okay. Ah, okay. Der Kollege meint, mich angreifen zu wollen. Yep, what you want? Gut. Noch 2. Well, spit it out. GTL, friend. Gut. Gambling, tinkering. Jetzt gehen wir das Ganze wieder ab. So, als kurze Side-Note, ich bin mir jetzt gerade nicht so ganz sicher, aber ich glaube, dass diese
eher goldene Farbe oder gelbliche Farbe, wie auch immer, dass das jetzt schon der Aspekt ist, nachdem wir in dem Sinne unsere Artefaktwaffen, also sprich die Artefaktmacht unserer Waffen dafür geopfert haben, um die Planetenseele, also die Titanseele, den Planet selbst, Azeroth, zu heilen, beziehungsweise die Wunde halt zu schließen. Weil ich meine, nach dem Einschlag, beziehungsweise nach dem Einstechen hier des Schwertes, hätte das hier viel mehr so nach einem Dunkelrot ausgesehen, ähnlich wie, ja, so der spätere Bereich in Antaros the Burning Throne, also sprich all das, was so Coven of Shivara und Aggramar und so weiter anbelangt, also dieser hintere Teil der Rainstance. What's up? Glad I could help. Gut. Ich weiß nicht, ob das eine Quest ist, die ich jetzt hier brauche. Aber, ich will das jetzt erstmal abgeben hier. Aber das neue Sithus sieht halt schon beeindruckend aus. Also das hat nicht mal ansatzweise was mit früher zu tun. Gut, Lazy Prospectus. I hope you didn't go easy on them. Nee, war ich nicht. If it were up to me, that... Ja, also nach dem Motto, er hätte da mal richtig Terz gemacht. The Twilight Survivor. This land was once overrun with members of the Twilight's Hammer. Genau. Das war ein Classic so, diese Twilight's Hammer, man kennt sie noch. Und damals musste man ja auch diese Stoffrüstung zum Beispiel sammeln, diese Teile, um damit, das gehörte glaube ich alles zum Akku-Event, um damit dann auch diese, ja, immer, ich weiß nicht, so diese Elite-Monster dazu beschwören, und hinterher waren das auch so kleine Bosse. Und, ja, er spricht das halt gerade nochmal an, so nach dem Motto, dass das halt früher so war, dass dir die Twilight Hammer halt in diesem Gebiet vorhanden waren. The cult was presumed to be exterminated, but darkness always survives in the shadows. Nach dem Motto, ja, aber die haben... Man weiß es halt nicht, aber es kann sein, dass die halt überlebt haben. Most of the cultists were destroyed by Saras in the attack. Oh, das ist interessant. Also sprich, durch die Attacke von Saras selbst sind wohl die meisten Kultisten gestorben. But a few yet live. So, aber ein paar haben halt überlebt. Der Leader, Michtel oder Michael Voidstrider, has been emboldened by the destruction of Silithus. We cannot let this Fanatic, rather the remainder oder so. Also sprich, auch wenn da die meisten gestorben sind, ein paar haben noch überlebt und die gilt es jetzt halt zu bekämpfen. For the Horde. Also der Typ, der ist irgendwie ziemlich aggro drauf, muss ich sagen. Der versteht nicht so den Spaß. Mit dem sollte man sich vielleicht auch nicht unbedingt anlegen. Und es scheint auch so ein bisschen, dass gerade so, wenn man sich jetzt so den Legion, allein so die Ausdrucksweise der Horde im Moment in Legion anschaut, und wenn man das jetzt zum Beispiel mit dem 7.3.5 Stand jetzt vergleicht, merkt man meiner Meinung nach auch stark, dass ja, so der Ernst der Lage jetzt irgendwie im Mittelpunkt steht und dass die wirklich auch erstens so untereinander irgendwie nicht mehr so... die besten Freunde sind, ich meine, so wie er hier über die Goblins gesprochen hat, und hat dem Motto, ja, wir nutzen halt ihre Technologie und die machen halt eigentlich einen guten Job, aber so richtig Bock auf die haben wir auch nicht und die sollen halt einfach ihre Arbeit tun und dann sollen sie uns auch in Ruhe lassen, hat dem Motto. Also es ist schon ein bisschen merkwürdig, wie hier teilweise die Horde so über die eigenen Mitglieder, wenn man so möchte, halt spricht. Und der Ton ist halt auch sehr rau. Also man merkt schon, das sind scheinbar sowas wie Kriegsvorbereitungen, so langsam. Langsam, aber sicher. Gut, jetzt soll ich hier die Typen einfach nur töten. Die Quest hätte ich vielleicht vorher haben sollen, dann wäre es ein bisschen einfacher gewesen, aber okay. Machen wir jetzt kurz. Da ist auch wieder einer. Ja, gut, die Quest geht schnell. Derzeit können wir uns das Ganze hier nochmal schön angucken. Dieses unglaubliche Schwert, also es ist halt wirklich... Wenn man die Dimensionen halt mal sieht. Schon atemberaubend irgendwie.
So, ich brauche noch 4 Stück. Ja, da ist ja einer. Ich mag auch diese Effekte, also dieses Azurit, so von der Art her, auch von der Umsetzung gefällt mir extrem gut. Das hat wirklich so was Mysteriöses an sich. Und wir werden ja im nächsten Addon auch diese Azurit-Rüstung, also Azurite Armor, ja tragen. Also zumindest auf 3 Slots. Helm, Schultern und Brust. Und das wird ja eigentlich so von der Idee her so die neue... Ja, eigentlich die neue Artefakt-Waffe, wenn man so möchte. Also sprich, dieses ganze Artefakt-Macht-Design, das findet jetzt halt in einer anderen Version statt, anderen Art. Aber im Großen und Ganzen bleibt es halt ähnlich. Aber ich finde schon, dass wirklich dieses Azurit wirklich schon besonders daherkommt. Okay, so, jetzt nur eins. Den noch. Ah ne, warte mal, das ist was anderes. Ein Stalker. Also wenn ich richtig gesehen habe, ist das auch eine neue Gegnerart. Die habe ich auf jeden Fall so, glaube ich, noch nie gesehen. Da ist der einer. KK. Das haben wir auch erledigt, dann wieder zurück. Und da habe ich auch eine nächste Quest, aber ich gebe jetzt erstmal ab. Kann ja sein, dass wir jetzt noch eine Quest bekommen, aber ich glaube, ich hätte die eben einfach annehmen sollen, vielleicht vorher schon. Also, wenn der Patch live ist, wisst ihr, nehmt die Quest wahrscheinlich vorher direkt an, dann könnt ihr es halt zusätzlich halt oder gleichzeitig halt erfüllen. Bin mir nicht ganz sicher, ob die vorher schon da war. Kann gut sein. Aber da man ja eh ja schon noch vieles genauer betrachtet. Achso, das muss ich hier gar nicht. Okay. Ist das ja schon eigentlich ganz cool, sich das halt eher alles in Ruhe anzuschauen. So, ja, Kollege. Well, spit it out. Don't be a stranger. Abgeschlossen. Neue Quest. Oh, Katka. Hail and well met, Champion. The peak, the speaker's perspective. Zaris has left a scar upon our world, Kelisira. A scar that will not soon heal. Also nach dem Motto, es gibt halt, ja, eine Narbe jetzt, die Azeroth, also sprich unseren Planeten selbst eben, betrifft. It appears that the scars between the Alliance and Thord have yet to heal as well. Und dass es eben nicht nur eine Wunde innerhalb des Planeten gibt, sondern, wie Katka jetzt eben auch anspricht, dass es eben, oder eine Narbe, sondern eben auch eine Narbe, die jetzt noch heilen muss zwischen der Allianz und der Horde. Too many lives have already been lost, fighting to save Azeroth from destruction. Also es sind schon zu viele Menschen, in dem sind draufgegangen, oder zu viele, ja, Bewohner Azeroth sind schon gestorben, um ja, diese Zerstörung in dem Sinne halt zu bekämpfen. I will not stay and watch this world lose more. Und er will halt auf keinen Fall, dass es in dem Sinne halt noch alles noch viel schlimmer wird. I have a request for you before I go. Take this letter to Magni Bronzebeard. He is in Silesis seeking a way to heal the wound. Okay, jetzt wissen wir also auch wenn das hier schon ein bisschen anders aussieht, das, was ich schon angesprochen habe, nämlich, dass die Wunde ja irgendwie geheilt werden muss, das kommt erst noch. Und zwar ist Magni dafür dann in dem Sinne halt zuständig. Wir wissen ja jetzt auch schon, dass in Battle for Azeroth ja dieses Azurit zum einen extrem wichtig ist, aber eben auch dieses Herz von Azeroth selbst, diese Halskette, die ja mit dem gesamten System halt zusammenhängt. Und auch hier ist ja Magni derjenige, der uns eben dieses
ja, dieses legendäre, diesen legendären Gegenstand halt schenkt. The letter contains information that may prove valuable to him. So nach dem Motto, er hat jetzt halt einen Brief und den soll halt Magni Brosby geben. Und er soll jetzt überlegen, wie man diese Wunde eben heilen kann. With his final blow, Sargeras has done much more than bury his blade in the heart of our world. I had hoped that after the war against the Legion, the people of Azeroth would build a new future together. But now, the unity we forged has been shattered. As the life essence of Azeroth bleeds out, the leaders of the Alliance and Horde scramble to claim it as a resource. Blades are drawn, and the tides of war are rising once again. But I will not take up arms against heroes on either side. Not after all we've been through. Instead, I will go to Karazhan and confer with my old mentor, Medivh. Perhaps somewhere in his ancient texts lies the knowledge needed to heal this world. I had best be going. Until next we meet. Farewell. Also das war jetzt schon, das habe ich jetzt extra mal nicht kommentiert. Das ist halt schon storymäßig einfach schon extrem stark, was Khadgar da von sich gibt. Ich nehme jetzt mal die hier Questen. Die Quest nochmal an. Okay, gibt es hier noch ein paar andere Quests scheinbar. Aber das nochmal kurz anzusprechen. Also Khadgar hat jetzt gesagt, ich meine, die meisten verstehen es ja wahrscheinlich eh, aber ich versuche es trotzdem noch kurz zusammenzufassen. Wir haben jetzt auf Argus gekämpft und wir haben so viel gemacht, dass halt Sargeras und seine Schergen besiegt bzw. halt zurückgeschlagen werden. Und Sargeras hat jetzt nicht nur dieses Schwert in diesem Planeten gestochen, also es ist jetzt nicht nur diese Wunde für den Planeten selbst, sondern Sargeras hat uns, wie wir ja auch schon aus den vorherigen Videos zum Beispiel von mir halt wissen, oder wo ich es immer wieder gesagt habe, er hat uns alle verdammt und wir müssen halt jetzt genau mit diesen neuen Konsequenzen halt leben. Das war so seine letzte Tat und diese Tat, die bekommen wir jetzt zu spüren, und zwar auf brutalste Art und Weise. Und Khadgar ist halt extrem besorgt, wie sehr sich jetzt eben eine eigentlich sehr friedliche Situation, ich meine, alles hätte jetzt so viel besser werden können, jetzt wieder eben komplett ins Gegenteil halt umdreht und sogar die Kriegszeiten jetzt so langsam starten. Und jetzt will er halt nach Karazhan, um sogar mit seinem Meister, Medivh, zu sprechen und ja, halt neue Überlegungen halt anzustellen. Und wir wiederum sind jetzt hier erstmal jetzt hier mit diesem paar Quests hier beschäftigt. Also wir müssen jetzt erstmal ja das machen, was wir früher auch in Classic schon gemacht haben, nämlich die Illithiden her zu bekämpfen. Also ist ja nicht alles hier weg in dem Gebiet, sondern einiges ist scheinbar geblieben. Aber das Wichtigste von der Story her, was ich dann gleich auch machen werde, ist halt hier zu Magni zu kommen. Denn der hat ja, der soll sich jetzt ebenfalls halt Gedanken machen, wie man jetzt diese Wunde eben heilen kann. Aber bis jetzt finde ich es...